Servus meine Freunde, ich glaube heute ist in GTA RP eine Freundschaft zerbrochen. Schaut euch das Video an und sagt mir, was ihr dazu denkt. Und ihr wisst Bescheid, die alte Leier, liken, teilen, kommentieren, zeigt es euren Freunden. Und wenn ihr es nicht macht, dann macht das halt nicht. Und nicht vergessen, ich streame regelmäßig auf Twitch, also schaut unbedingt mal auf Twitch vorbei. Link in der Beschreibung. Bubble und so. Oh. Na, wo bist denn du? Ich stehe bei dem Stand für die Lose. Direkt vorm, wo diese Tussi davor steht. Entschuldigung. Ja, sagt man zu der Bank oder wo? Wie, was jetzt? Ja, was ist das Problem gewesen? Ist voll kein Problem. Ich wollte dir einfach nur sagen. Ja. Und meine, guck mal, wir könnten jetzt hier blaulich so Leute hops nehmen, ne? Naja, also so ein bisschen, also du bist so. Also ich glaube, der Richard aggressiver Kopf, so kann ich mich da vorstellen, wo ich wäre bei Kleinigkeiten richtig aggressiv. Wäre natürlich eine Idee, ne? Ja, ist halt die Sache, ne? Normalerweise würde ich jetzt. Hallo, Mann. Was ist denn? Es geht nicht. Haben wir doch schon Content, eine Verfolgungsjagd. Ey, heute wirklich dann Tourette, das ist eine Riesenkraft gefahren. Ich bin wieder out of my mind. Let's go, rechts rein, rechts, links, rechts. Press, 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 press. Jason's Tankstelle. Jason's Tankstelle. Wir haben drei Cop-Autos da, drei Cop. Auf weiter. Gut, dass du das Auto nochmal repariert hast. Männers, auf geht's! Geht's! Scheppern wir die jetzt, um einfach? Am Start dahin. Du machst die ganze Zeit. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wo hast du denn das rausgekommen? Ja. So Jungs. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem Ticket. Wollen wir Nummer austauschen? Guck mal. Und Peter hat sie halt verarscht und hat sie halt ausgelacht, während es mir vorbeigefallen ist. Nein. Weil sie es einfach nicht zusammenbringen, mit drei Autos einen scheiß Rolls-Royce einzuhalten. Oh, die armen Jungs, ey, Peter, komm schon. Und jetzt sagen sie so, oh, das ist kein Problem, wir haben ja ihre Nummer und wir wissen ja, was man laut Bibel darf und was nicht. Ah, okay. Naja. Und geben einfach jetzt die Verfolgungsjagd auf, ne? Ah ja, was sollen wir da machen? Warum, was willst du machen? Ja, hier eine Runde Paintball spielen. Zu zweit. Nein, Junge, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre zu, dann zu ja, dritt da eben. Also, dritt, bist du dumm? Oder zu viert. Ja, Tachchen. Guck mal, was gibt's denn hier für Leute, der springt auf der Stelle mit dem Fahrrad? Das gibt. Oh yes, baby, yes, baby, yes, baby, yes, baby. Ach, ist doch scheiße. Wie kann man denn. Was ist denn für ein Kackspawn hier jetzt auch? Mich auch. Alter, wie gut dieses Upgrade ist. Das ist ja unnormal. Nein! Ich
Ha, der war gut, ey. Der war richtig gut. Ja, da bin ich. Er hat gesagt, er kennt dich. Oder genau, ihr kennt euch. Genau, ja. Würdest du für ihn bögen? Auf jeden Fall. Also wir haben zusammen jetzt schon ein bisschen Paintball gespielt. Der kann auf jeden Fall gut schießen, der Kerl. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, ich würde auf jeden Fall gerade stehen führen. Wieso hast du deine letzte Familie verlassen? Also was für einen Grund gab es da? Ja, also ich würde sagen, ich würde noch mal privat gerne wissen, was halt dann los war mit deiner letzten Familie, weil das wusste ich zum Beispiel jetzt auch nicht. Genau, das wäre für mich noch interessant, um was es da in dem Streit ging einfach, damit man das ja sehen kann, ja, ob das jetzt was ist, was für uns auch ein Problem werden könnte oder halt nicht. Dann kommt viel. Okay, dann kommt. Benehmlich, Anton, ansonsten kriege ich Stress mit der Familie, das möchte ich nicht. Ja, genau. Dann hoffe ich mal, Anton, dass es die richtige Entscheidung war. Hoffe ich auch. Ja. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, das mit dem Wochenbeitrag und so, das weiß Anton jetzt schon. Ja, stimmt. Sollen wir den eigentlich mal einweisen in insgesamt jetzt allgemein, oder? Das können wir machen, ja. Alles klar, gut, dann gut, perfekt. Auch im Rang aufsteigen. In der Familie. Nee, das wusstest du jetzt nicht mehr, weil ich jetzt immer verhindert wäre. Oha. Du machst ja ja. Wie proben bei diesem Medkit brauchen? 2 Tage AFK, so, bitteschön, willst du ihn umboxen? 2 Tage doch nicht. So, ne, denkst du, wenn mich einer so beleidigt, dass ich anscheinend nur in meinem Leben BMW gefahren bin, denkst du dann wirklich, ich sag nicht mehr dazu? Ich boxe ihn so lange um, bis er am Boden liegt, dass ich den... Da bin ich schon mal gespannt. Halt mal sofort an hier. Halt an. Nee, ich hol mir noch ein Medkit davor. Ja, wieso willst du dir noch ein Medkit holen? Ja, weil einer von euch gleich tot ist. Ja, aber er braucht doch keins holen, wenn er auf dem Boden liegt. Das macht doch gar keinen Sinn. Gegeben. Es geht los. Hast du gehört? Wie kannst du mir jetzt aus, du Lappen? Ah, du deathst nur, Du Pisser, jetzt renn er die ganze Zeit weg! Beleidigst du mich da immer, du Hund! Naja, dann steht's halt 2-1, ist auch nicht so schlimm. Mann, Flo, du bist einfach der beste Streamer. Kuss auf die Nuss, Digi. Danke. So, haben wir es jetzt geklärt? Können wir weiterfahren? Und wie? Und Konsti, geht's ist schon Nase, rot. Hä? Er ist schon rot. Steig ein, nicht, Jordi. Der Tank ist rot. Mach ich doch. Na, wie geht's mir? Es steht immer noch 2-1. Das ist, ehrlich, wer so die ganze Zeit wegrennt wie eine kleine... Da kann ich auch leider nicht helfen. Sorry. Mann. Konzi, du bist so schlecht. ich finde es ja schön, wenn du jetzt deinen kleinen Sieg da so auskosten musst, aber das ist schon auch ein bisschen traurig, wenn du so drauf rumreiten musst. Ich habe dich 2-mal in Staub geballert und habe dir nicht einmal irgendwas gesagt. Ja, wenn du in die Luft schießt, geht's los. Okay. Konntest du, wie gesagt, aufpassen, nie in Reichweite stellen, weil sonst ist deine Nase wieder durch. Nein, natürlich nicht. Ja, halt, wenn du die gleiche Schnauze hast, dann baller ich dich um, ey. Konntest du, stell dich aufs Auto. Ich setz dich wieder zur Adoption frei, wenn du gleich die Fresse hältst, ey. Konntest du, stell dich aufs Auto. Konntest du bitte, pass auf deine Zähne, okay? Nicht, dass wir umknicken. Jordi, andere Seite jetzt, andere. Konntest du aufpassen, okay? Jordi, du musst auf die andere Seite vom Haus gehen. Ja, geh ich doch. Wenn du schießt, geht's. Zu einem Streetfight. Es wird zum richtigen, von einem ehrenhaften Boxfight zu einem illegalen Streetfight, habe ich das Gefühl. Hier gibt's keine Regeln mehr. Es wird nur Anlauf geholt. Das ist so eine ekelhafte Taktik. Aber gut, ich gebe hier die Punkte nicht. Ja. Ja,
Er hielt! Oh, das gibt Minuspunkte! Er ist so unehrenhaft, das ist einfach so ein... Alter Falter! Ah, Anton, ja. Und trotzdem holt er ihn sich. Sehe, Jordi, er rennt wieder weg. Die werden einfach während des Kampfes werden hier berauschende Mittel zu sich genommen. Ich weiß nicht, was das für ein Kampf ist. So einen Kampf habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mike Tyson wäre wirklich unglaublich traurig. Alter, das war ein Schlag. Schön nach unten geballert, sehr gut. Ja, und Anton setzt nach und selbst mit Heilen hat Jordi es nicht geschafft. Traurig. Aber so ist es. Hast du noch mit? Also was sagst du denn dazu, dass du jetzt einfach nicht nur die ganze Zeit eine ekelhafte Taktik an den Tag gelegt hast, sondern auch noch während des Kampfes gegen jeden Ehrenkodex des Boxens einfach dich mit Nahrungsmitteln wieder gekräftigt hast, gestärkt hast? Nee, ich hatte Hunger. Das auch, also das, mein lieber Freund, das ist wirklich, das ist nett. Also nee, warum? Ich hatte mir vor uns bei McDonald's einen Big Tasty Bacon bestellt. Und das, meine lieben Freunde, hat nichts mehr mit einem Big Tasty Bacon zu tun. nein, los geht's. So, also nochmal, auf drei Jungs, habt ihr voll, seid ihr hier, ne? Gesund und munter. Ja, ich bin bereit. Jordi taktiert ihn, wartet, bis etwas passiert. Anton, na, kann da gut ausweichen, leider keine Schläge treffen, schade. Jordi versucht wieder mit der hinterlegen Taktik einfach wegzulaufen und dann straight zu mit fliegender Faust, das ist natürlich bitter. Anton konnte auch einen guten Flying Punch hier landen. Jordi versucht es auch wieder nach oben. Pass auf, dass du nicht stolperst. Da brauchst du richtige Beinarbeit. Hör auf, mich zu schlagen, ansonsten knallst du mit dem Revolver ab und lass dich liegen. Schwör's dir. Und dann noch einer. Und noch einer. Oh, schön auf dem Hinterkopf. Da kannst du machen, was du willst. Der nächste ballert auch gut rein. Die zwei Kontrahenten flankieren sich, taktieren sich. Ich weiß nicht so richtig, was sie machen. Oh, Jab mit dem Ellbogen. Schlag drauf. Oh, auch wieder ein Schlag auf dem Hinterkopf. Ich hab dich gerettet, mein Bure. Vielen Dank, ja. Er ist umgebolzt. Ich hab dich. Ich hab ihn umgebockt. Ist doch, ja, komm, weißt du, er ist zu mir gekommen, er hat gesagt, tu so, als würdest du mich weiterschlagen. Wenn Konstantin so weiter so frech ist, dann gebe ich ihm einen Schuss mit dem Revolver. Hä, ich aber warum? So mitgespielt, ne? Wieso bin ich denn frech? Dass er dich abschießen soll, als er den Revolver rausgeholt habe, habe ich ihm von hinten ein Ding gegeben. Ja, aber ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab nur den Kampf kommentiert. Weiß ich nicht. Der ist durch. Ich glaube, der ist auch auf Drogen, ey. Ich bin nicht sicher. So. Ja, fuck mich beide so ab. Okay. Konnte das jetzt geklärt werden? Können wir jetzt weitermachen? Jo, wir können weiterfahren. Halt die Schnauze, Konsti. Alter, was ist denn los? Warum bist du so mad? Halt die Schnauze. Warum bist, was ist, ey, Junge, hör jetzt auf, ich schwör's dir, ey. Ja, du kannst doch jetzt die Waffen greifen, weil so. Jordi, lass es. Streit zwischen zwei Freunden, ja genau. Ja, was ist denn jetzt, kann das jetzt, hör doch mal auf jetzt, was, kann das jetzt geklärt werden oder nicht? Ja, passt. Alter, du wirklich, fuckst mich so ab, ja, okay, Alter. Dann lass ich wirklich scheiß drauf, Alter. Wenn du keinen Bock hast, dich zu unterhalten, dann verstehst du auch, dann fahr einfach. So, ich habe ihm jetzt nochmal eine SMS geschrieben, dass er sich melden soll, wenn er es klären will, und dann ist gut. Ja, ne, ist doch gut. Oh, nein! Freunde, wie hat euch das Video gefallen? Sagt es mir in den Kommentaren. Ich hoffe, die Freundschaft zu Jordi wird irgendwie wieder gerettet werden können. Macht's gut, bis bald, ciao.